Egal, wie actiongeladen ein Spiel ist, wenn wir ein süßes Tierchen sehen, freuen wir uns alle, wenn man es streicheln kann. Da in den letzten Wochen unter anderem mit Another Crab's Treasure, Little Kitty Big City und Little Gator Game ein paar Spiele in den Game Pass kamen, bei denen man Tiere nicht nur streicheln, sondern sogar steuern kann, haben wir das zum Anlass für eine Top-Tier-Liste genommen. Versteht ihr? Top-Tier-Liste. Wegen den Tierlists. Okay, ihr habt's verstanden. Lasst einfach rein. Wie könnte man so eine Liste besser starten als mit dem Tierspiel? In Party Animals steckt nicht nur das Tier im Namen, sondern hier habt ihr auch die größte Auswahl der spielbaren Tiere. Von Klassikern wie verschiedenen Hunden und Katzen über Gorillas bis hin zu einem Dino. Das zählt doch noch als Tier, oder? Prähistorisch halt. Die unzähligen Tierchen sehen dabei auch noch alle richtig süß aus. Allerdings sollte man sich davon nicht täuschen lassen. In Party Animals besteht die Party nämlich darin, die anderen Tiere zu verkloppen und von der kleinen Map zu schmeißen. Das ist in Gruppen von bis zu 8 Leuten zwar manchmal etwas unübersichtlich, macht aber richtig Spaß. Wenn wir schon bei lustigen Spielen mit Tieren sind, muss man ja wohl Goat Simulator 3 erwähnen. Das ist der direkte Nachfolger von Goat Simulator 1. Was mit dem zweiten Teil ist, wollt ihr wissen? Naja, der wurde einfach übersprungen. Man könnte also jetzt schon erahnen, das Spiel nimmt sich nicht so ganz ernst. Vielleicht sogar gar nicht. Als Ziege läuft man hier durch die Welt und hat immer wieder verschiedene Aufgaben, die meistens damit zusammenhängen, ordentlich Chaos zu stiften. Rammt weg, was euch im Weg steht, oder klebt euch mit eurer viel zu langen Zunge einfach an Dingen fest. Am meisten Spaß macht das Ziegenchaos übrigens, wenn man online oder auf der Couch mit anderen Ziegen für noch mehr Chaos sorgt. Außerdem ist das Spiel auch noch bis oben hin mit Easter Eggs und Referenzen vollgepackt. Von Fallout über fliegende UFOs bis hin zu den Ghostbusters. Hier gibt es wirklich eine Menge zu entdecken und abzuschlecken. Tunic könnte genauso gut in einer Liste der schönsten Spiele auftauchen. Schaut euch dieses wunderbare Design doch einmal an. Und der offizielle Beschreibungstext ist genauso zum Verlieben. Tunic ist ein isometrisches Actionspiel mit einem kleinen Fuchs, der ein großes Abenteuer erlebt. Aber auch abseits von Optik und Fuchs kann das Spiel begeistern. Das Gameplay fühlt sich nämlich auch richtig gut an. Was wichtig ist, denn Tunic ist alles andere als leicht. Und auch Nostalgieherzen werden hier höher schlagen. Denn man findet in der Welt alte Schriften, mit denen man neue Sachen lernt. Und diese Schriften erinnern stark an alte Spielbeschreibungen. Wirklich, was für ein genialer Mix. Machen wir direkt mit dem nächsten Fuchs weiter. New Super Lucky's Tale. Das ist die überarbeitete und erweiterte Version von Super Lucky's Tale. Wie? Das kennt ihr nicht? Na, da habt ihr wirklich etwas verpasst. Denn hier verbirgt sich ein richtig gutes 3D-Jump'n'Run, das sich von den großen Klassikern inspirieren lässt. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang zwischen Füchsen und nostalgischem Retro-Feeling? Durch die knallbunte, liebevolle Welt springen wir in der Rolle von Lucky umher, sammeln Gegenstände ein, kämpfen gegen fiese Bosse und erfreuen uns an den abwechslungsreichen Leveln und haben dabei genauso viel Spaß wie damals, als wir noch kleine Kinder waren. Weiter geht es mit einem Frosch. Aber nicht mit irgendeinem, sondern mit einem waschechten Detektivfrosch. In Frog Detective, die gesammelten Fälle, müsst ihr als zweitbester Detektiv 3 große Fälle lösen. Verhört verdächtige Tiere, macht euch Notizen in eurem Stickerheft und nehmt jede Kleinigkeit genau unter die Lupe. Was erstmal ziemlich quatschig klingt und aussieht, ist es auch. Aber das würde dieser Collection der Frog Detective Games nicht gerecht werden. Die Fälle sind nämlich erstaunlich spannend und sie zu lösen macht echt Spaß. Auch weil einfach alles so skurril und witzig ist. Hier ist noch ein einfacher Fall für euch. Was passiert, wenn ihr den Like-Button da drüben drückt? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ziegen, Füchse, Frösche. Wie wäre es,
wenn wir mit einem Käfer weitermachen. Hollow Knight ist zu Recht schon lange kein Geheimtipp mehr. Das wunderschöne Metroidvania mit Souls-like-Elementen gilt seit seiner Veröffentlichung vor mehr als 7 Jahren als eines der besten Indie-Spiele. Ach, um ehrlich zu sein, gilt es seitdem als eines der besten Spiele überhaupt. Warum das so ist, liegt eigentlich auf der Hand. Es hat einen wunderschönen Grafikstil. Die Welt voller Insekten lädt zum Erkunden des kleinsten Winkels ein. Das Gameplay kann mit Größen wie Dark Souls mithalten. Und ist übrigens manchmal genauso schwer. Trust me. Trust. Und, Leute, man spielt einen Ritterkäfer. Falls ihr aus irgendeinem Grund noch nie von dem Spiel gehört habt, jetzt habt ihr es. Es gibt also keine Ausreden mehr. Und an der Stelle muss ich natürlich sagen, wir hätten dann mal gerne den Nachfolger Silksong. Danke. Wir bleiben direkt bei Insekten. Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was für ein Insekt man bei Cocoon genau spielt. Vielleicht könnt ihr mich ja in den Kommentaren einmal aufklären. Was ich aber weiß, es ist das Spiel von Jeppe Carlsten, der zuvor Designer für Spiele wie Limbo und Inside war. Wer sich auskennt, wird aber auch auf den ersten Blick sehen, Cocoon scheint etwas anderes zu sein. Schon allein, weil es hier mal richtige Farben zu sehen gibt. Auch das Gameplay ist gänzlich anders. Cocoon ist nämlich ein superschönes und meistens entspanntes Puzzle-Game, bei dem ihr in die Rolle des kleinen Insekts im Laufe des Spiels verschiedene Kugeln freischaltet. In diesen Kugeln wiederum sind komplette Welten. So reist man von der einen in die andere Kugel, schaltet neue Fähigkeiten frei und bahnt sich so von Kugel zu Kugel seinen Weg in den Welten weiter. Kugelception quasi. Das klingt erstmal kompliziert, aber wenn man das Spielprinzip mal verstanden hat, spielt es sich richtig gut weg und man fühlt sich dabei auch noch clever. Wobei man sich auch clever fühlen darf, wenn man uns ein Abo dalässt. Dann verpasst man nämlich kein neues Video mehr. Das nenne ich mal eine tierische Liste. Unter uns, das waren längst nicht alle Spiele im Game Pass, in denen man Tiere steuert. Aber das ist auch ein guter Stichpunkt, denn jetzt seid ihr dran. Welches ist euer Lieblingsspiel, in dem man in die Rolle eines Tieres schlüpft? Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis bald zu einer neuen Folge Controller, Maus und Katze. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer. Wo? Online.